Bye bye. Tja, ich kann nämlich zu dir hin beamen. Jetzt, aber ich kann dich nicht aufheben. Achso, der betäubt die nicht, der tötet sie. Okay. Ja. Ist halt auch eine Version, ne? Okay. Ich habe ja... Ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass diese... Festung so lange dauert. Die dauert jetzt auch wieder eine gute halbe Stunde. Okay. Aber jetzt mache ich... Jetzt beeile ich mich mal. Ich habe ja sehr viel Schmarrn gemacht hier. Oh, das ist so knapp. Ja, dann mache ich halt einen Attentat. Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Dem interessiert's auch nicht. Oh, wie das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Oh je. Der Käufer hatte wohl keine Lust, für die Steine zu zahlen. Die hat gerade Bärenhoden geholt. Oh gut, dann muss ich's nicht extra machen. Ach komm. Hi. Er ist so ein Idiot. So, ah, er ist weggerannt. Er hat was gesehen. Er ist nicht mehr da. Dann wird es in Ordnung gewesen sein. So. Gut. So viele sind hier ja nicht mehr. Nur noch die zwei, nicht? So, dann erledige die. Ich kann echt nicht mehr sprechen. Erledige ich sie mal kurz. Der hat echt nicht gecheckt, dass da zwei Leichen liegen. Ein bisschen übertrieben, ne? Wie wenig Damage ich mache. Bye bye. Was hat er denn da gerade gemacht? Das war auf jeden Fall eine süße. Nee. Hör auf damit! Hör auf! Was macht ihr da? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lieblich aus. Er macht es auch. Ich bin nicht der einzige Assi hier. Oh. Der kommt ja zu mir hin. Nein, nein, nein. Oh,
Alter, wie lucky war das denn, dass ich das überlebt habe? Hier. Au. Nein. Oh ja, der. Geil. Ich bekomme Hilfe. Ja, töte ihn. Oh man, ich dachte, wir sind jetzt best friends forever. Wow, was ist los mit dir? Aha. Alter. Was war los bei dir? Ich dachte, wir sind jetzt best friends. Oh nein. Oh. Nein, jetzt. Hoffe, dass mich niemand bemerkt. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Nee, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich klaue einfach nur die Diamanten, Saphire und dann gehe ich. Nein, ich bin nicht so schlecht dafür. Oh man, diese Katze. Vor allem, ich hatte echt nicht wenig Leben. Ich hatte echt nicht wenig Leben. Ich hatte, glaube ich, mich auf 3 Balken hochgeheilt. Oh Gott. Gut, auf jeden Fall mache ich das irgendwann anders. Das ist ja. Uiuiui. Hier sind sie. Ein bisschen blutig. Aber sie glänzen noch wie Saphire. Ja, wunderbar. So. Sehr gut. Dann bye-bye, Festung, die übertrieben schwer ist. Wobei, ich spiele ja auch auf schwer. Das ist wahr. Das ist wahr. Gut. Du hast ja wenig Leben. Es war nur gerade nicht im roten Bereich. Na, okay. So, jetzt verzieh ich mich. Junge. Aber vor allen Dingen. schön. So. Gut. Ja, stimmt, hier ist ja die Megaschlucht, ne? So. Inventar, da habe ich ja was Neues bekommen. Ach so, ja. Ich bin ja jetzt wieder erst Level 11. Warte, oder ich gebe das jetzt ab und dann mache ich Schluss, glaube ich. Weil jetzt nochmal eine komplett neue Quest ist, glaube ich, übertrieben. Ja, ich glaube, das mache ich so. So, gut. Oh Mann. Apropos, wir müssen ja Hirsche jagen, ne?
Entschuldigung. Was für ein Elixier erfordert solche Zutaten? Ja, aber echt. Entschuldigung, ich brauche ein... Sorry. Hä? Hä? Wieso bist du auch tot? Hast du dich erschreckt oder was? Oder war das mein... Warte. War das mein Falke? Nee. Oh Gott. Ja, einen Hoden brauche ich ja noch. Das ist das Komischste, was ich je gesagt habe. Diese Menschen, ne? Töten Tiere für einen. Stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Für einen komischen Gegenstand. Das ist ja bei den. Zum Beispiel bei den Japanern auch so krass. Die haben ja. Guten Tag. Kalayo, die. Wer redet? Was? Die haben ja Haie gejagt nur für ihre Flossen. Also die haben die ganzen Haie gefischt, Flossen abgeschnitten und die lebenden Haie wieder ins Meer geworfen. Ach Gott. Naja. Gut, Kalaya die Vatermörderin. Okay. Kilaino hatte gehofft, dass ihr Vater sie das Schmiedehandwerk lernen würde, sobald sie alt genug wäre. Doch stattdessen nahm er ihren Bruder als Lehrling. Sie stahl die Sense des Greifen aus der Werkstatt ihres Vaters und tränkte sie mit seinem Blut. Das wird einfach sein, sie zu töten. So, so nahm dann ihre Karriere als Söldnerin ihren Auftrag, ihren Anfang. Er verfällt bei drohendem Tod in Zustand der Raserei. Auf Reisen durch die Welt mit einem Hundegefährten. Okay. Naja. Die werde ich dann auch töten. Die ist stärker als du. Ja, noch. Also, ja, natürlich. Challenge accepted. Komm her! Nein. Natürlich. Was war das denn gerade? So. Ich bin mal echt gespannt, ob der uns jetzt Geld gibt. Weil wir haben ja gesagt, so ja, wir wollen kein Geld von ihm. Das war bevor ich wusste, dass so eine fette Garnison da ist. Aber ja, er hat das ja auch nicht gewusst. So. Ich glaube, ich mache ja die... ich bin ja selbstständig. Und ich mache ja... Mir fällt es ja total schwer, Freundschaftspreise, also keine Freundschaftspreise für Freunde zu machen. Ich glaube, also der Weg für mich zu Reichtum ist, ich darf keine Freunde mehr haben. Nee, das kam mir gerade, weil bei ihm habe ich ja jetzt auch mehr oder weniger einen Freundschaftspreis gemacht. Nun schon. Du rücksichtslose Qualle, du. Na gut. Gute Neuigkeiten. Ich habe sie. Sollte ich fragen, warum sie blutig sind? Naja, die Priester waren keine guten Diebe. Ha! Du sagtest, du machst es umsonst. Doch wir wissen beide, dass das Quatsch war. Hier, nimm das. Ja. Schere, alter Mann. Hier ist ein kleines Stück aus der Schatzkammer. Niemand wird es vermissen.
Hoffentlich, sonst musst du einen anderen Söldner hinter mir herschicken. Na, ja, süß. Chere Photios. Wenn du jemals diesen alten Hund Markos wieder siehst, sag ihm, du verlangst einen Mindestlohn. Ah, cooler Typ. So, Inventar. Wir haben was Neues bekommen. Das ist gut. Und die Rüstung sieht auch schön aus. So, nichts leichter als das. Keine Freunde, ich sehe dich schon. Ach, die habe ich jetzt einmal gesehen und die war nett. Ich drück mal den Preis runter. Ja. Gut, jetzt können wir aber die Betäubungsbrand- und Giftpfeile machen. Oh, das ist interessant. Du kannst jetzt diese neue Pfeilart herstellen, indem du deinen Köcher im Inventarmenü auswählst. Okay. Mit den abgerundeten Spitzen fügt er die Kamera hinzu und betäubt fügt der Betäubungspfeil mehr Schaden zu und kann als Ziel außerdem betäuben. Hä? Wieso macht er dann mehr Schaden, wenn die Spitze abgerundet ist? Da haben die nicht sehr gut recherchiert. Würde ich sagen. So, hier. Igitt. Und zum Glück haben sie die zensiert. Gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes zur Pythia, aber erst beim nächsten Mal. Genau. So, na dann ab ins Bett, ja, würde ich so sagen. Ja. War ein cooler Stream, fand ich. Also, können wir öfters machen wegen mir. Muss halt ja schauen, wann es bei mir geht. Aber hat Spaß gemacht. Gut. Danke, Sache, fürs Aushalten, ne? War ja auch nicht leicht. So. Ich hab so Tracks, hey, du hast meinen Falken weggeschaut. Hab ich so aus, so sortiert beim Kampf, vor dem Kampf, während dem Kampf, wenn ich sterbe und wenn ich gewinne. Und wenn ich gewinne, dass ein Track, wenn der passt, ist ja jetzt geil, wenn nicht, dann ist es egal. Ich versuch's mal. Gut, ich bin dann mal weg. Guten Tag, Madame. Ganz genau. Gut. Und mit diesen Worten von Peter verabschiede ich mich jetzt. Aber jetzt bin ich doch richtig müde, ja. Was willst du denn einen Clip während dem Kampf machen? Warte, zum Beispiel den? Du könntest aufgeben. Oder... Was ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Also solche Sachen. Aber ja, wie gesagt, ich muss das noch besser managen. Ja, genau, ja, stimmt. Keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht schaffe ich es eines Tages. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder am Montag, übermorgen schon. Du musst ja selbst in Ruhe suchen. Du musst dich beim Kampf konzentrieren. Genau. Ja, du auch. Genau, dann. Ich find's so geil, dass die hier so Lieder einfügen. Oder machen. Sagte er und sie haben aufgehört. Gut, dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.